Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem ganz kurzen Apex Legends Info-Video, bevor dann gleich in einigen Minuten später nach dem Video der 500 Abonnenten Spezial-Abo-Zocken-Livestream online ist. Für alle, die das jetzt gleich sehen, nachdem ich das Video online gestellt habe, in ein paar Minuten geht's los. Die Gerüchte haben sich erhärtet, dass Krypto, darum geht's nämlich in diesem Video, dass das die nächste Legende nach Watson sein wird, eventuell schon kurz nach Start von Season 2. Es gibt nämlich einen kleinen Beweis, den ich im Internet gefunden habe. Jetzt wollte ich im Spiel mal selber mich überzeugen, ob der Beweis vielleicht tatsächlich schon online ist. Ich habe jetzt kurz das Spiel gestartet und habe den Beweis gefunden. Es ist nämlich ein Laptop im Spiel aufgetaucht. Um was es da genau mit dem Laptop geht, um was es sich da handelt, nach dem Intro. Where's my money, bitch? Ja, Krypto soll die nächste Legende werden. Warum ist man sich da so sicher? Denn Krypto soll dafür verantwortlich sein, dass der Repulsor-Turm gehackt wurde. Ja, wie hackt man etwas mit einem Computer oder mit einem Laptop? Jetzt ist dieser Laptop, den ich euch gleich zeige, im Spiel aufgetaucht, da was Beweis genug ist, dass es so zu sein scheint. Was war vorher schon bekannt? Krypto soll eine böse Legende sein, der wie gesagt den Repulsor-Turm hackt. Und der Repulsor-Turm selber, der sendet eigentlich die ganze Zeit ein Störsignal aus, was die ganzen Kreaturen wie die Leviathane oder die Drachen, die jetzt im Spiel sind, eigentlich fernhält. Und sobald Season 1 vorbei war, vor ein paar Tagen, kurz danach sind gleich die Drachen aufgetaucht. Das heißt, irgendwas muss ja an dem Störsignal passiert sein. Beweis dafür ist, dass die einzelnen Segmente von dem Repulsor-Turm, die bewegen sich, drehen sich im Kreis, das sind so einzelne Antennensegmente. Das ist ein Beweis. Und dann hat man noch gesagt, dass dadurch sich halt die ganzen Kreaturen nähern, die Leviathane heizen über die Map und zerstören einiges. Ich habe auch gehört, dass der Repulsor-Turm selber komplett zerstört werden soll. Ob das jetzt tatsächlich so ist, werden wir sehen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass deswegen Krypto ein bisschen schneller vielleicht in Season 2 ins Spiel findet, als man ursprünglich angenommen hat. Mit dem Laptop allerdings kann man jetzt eigentlich davon ausgehen, dass es vielleicht ein bisschen schneller wird und dass es Krypto definitiv sowieso wird. Ich freue mich mega auf den Charakter. Ich zeige euch jetzt mal die Aufnahmen, die ich gerade selber live gemacht habe. Ich habe nämlich eigentlich gedacht, dass der Laptop noch gar nicht auffindbar ist. Ich habe die Bilder nämlich selber im Internet gefunden und dachte, das taucht erst ein paar Tage später auf. Aber Season 2 fängt ja am Dienstag an, also quasi in ein paar Tagen. Jetzt zeige ich euch mal kurz die Bilder aus dem Spiel. Repulsor-Turm, da dreht sich auch alles, wie man sehen kann. Und ich will jetzt... Er ist da, er ist schon da, er ist da, es ist geil. Okay. Das ist ja interessant zu wissen. Also, wie ihr sehen könnt, ich setze jetzt mal mein Headset auf. Das ist echt interessant zu wissen. Also, wie ihr seht, da brauche ich nämlich dieses Video gar nicht, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Ich kann euch jetzt selber zeigen. Also ihr seht, anhand des Laptops ist hier der Repulsor-Turm. Ich nehme mal an, dass dieser Hackerangriff, den es da gibt, der läuft quasi schon. Und ja, wo der steht, guckt mal genau auf die Map, wo ich bin. Wer sich das selber mal reinziehen will, direkt hinter Markt an dieser Mauer hier, schmeißt ihr euch einfach hier an diesem Vorsprung. Und der Repulsor-Turm, was ich euch auch gesagt habe, diese einzelnen kleinen Elemente hier, die haben angefangen, sich wie gesagt zu bewegen. Das wollte ich euch einfach nur mal zeigen. Und wie gesagt, ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet, dass der Laptop tatsächlich schon da ist. Aber das ist quasi scheinbar so ein bisschen das Einläuten in Season 2. Ja, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet oder womit ihr noch rechnet. Was ich noch loswerden will, heute Abend nach meinem Livestream werde ich noch ein weiteres Video versuchen rauszuhauen. Denn heute Abend soll es einen Teaser-Trailer zu Season 2 geben. Der soll auch schon zeigen, wie der Kings Canyon am Start von Season 2 aussehen soll. Quasi mit den ganzen Zerstörungen und den Veränderungen. Da bin ich schon sehr gespannt. Ich möchte euch auf jeden Fall auf meinem Kanal diesen Teaser-Trailer zeigen. Und eventuell, wenn sich's lohnt und ich die Zeit genug noch habe, vielleicht eine kleine Analyse machen. Und für alle anderen, die jetzt gerade wirklich zeitnah dieses Video sehen, würde ich mich freuen, wenn ihr in meinem Abo-Special vorbeischaut. Alle Abonnenten sind recht herzlich eingeladen, mit mir zu zocken, wenn wir denn genug unter einen Hut bekommen. Ansonsten würde ich mich wirklich darüber freuen, wenn ihr dem Video ein Abo dalasst, beziehungsweise dem Video einen Daumen dran lasst und alle, die neu sind. Ich bin ständig darauf
aus, immer die neuesten Informationen ganz schnell auf meinem Kanal zu bringen. Also lasst gerne ein Abo für meinen Kanal da. Livestreams gibt es von mir auch regelmäßig. Würde mich sehr über euer Abo freuen und über euer Daumen nach oben natürlich. Bis gleich in meinem Livestream hoffentlich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.